Im heutigen Video geht es um die Technik, aber vor allem um die Philosophie beim Aufnehmen von Akustikgitarren. Und wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und vor den guten Mix hat der liebe Gott ja nun mal eine gute Aufnahme gestellt. Das ist ja nun mal so. Und speziell im Bereich Aufnahmen von Akustikgitarren, da scheiden sich ja die Geister. Der eine sagt, komm, ich steck einfach ein Kabel in die Gitarre, wird schon passen. Der andere setzt sich mit Mikrofonen, mit Aufnahmetechnik, mit Vorverstärkern, mit Raumakustik und so weiter auseinander. Vielleicht sogar mit Seitenstärken oder einem Plektrum und sorgt dafür, dass das ganzheitliche Projekt Akustikgitarre aufnehmen auch wirklich für eine tolle Aufnahme auf dem Band sorgt. Und irgendwo dazwischen wird sicherlich die Wahrheit für dich da draußen liegen. Schön also, wenn man sich mit einem Spezialisten auch mal darüber unterhalten kann, der seine Erfahrungen weitergibt und vor allem seine Philosophie beim Akustikgitarre aufnehmen weitergibt. Und ich bin ja neulich in der glücklichen Lage gewesen, Jan Löchel hier im Studio begrüßen zu dürfen für ein Interview. Falls du das verpasst haben solltest, kannst du ja mal hier oben klicken. Und Jan hatte danach noch Zeit, ein bisschen mit mir darüber zu sprechen, wie er Akustikgitarre aufnimmt. Und wir haben im Rahmen dieses Gesprächs, das fast eine Stunde gedauert hat, haben wir die Möglichkeit gehabt, zum einen zwei Mikrofone aufzustellen, einmal in XY, einmal in AB-Stellung, da ein bisschen mit zu experimentieren, aber vor allem darüber zu reden, wie Jan so eine Aufnahme angeht und was wichtig ist, was wirklich essentiell ist, damit wirklich eine gute Aufnahme auf dem Band landet. Das war ein tolles Ding. Wir haben allerdings, wie gesagt, gerade schon gesagt, eine Stunde gequatscht. Das heißt, ich habe mich entschieden, dieses Video in zwei Teile zu unterteilen. Und das Schöne ist, dass wir zwei Mikrofone zur Verfügung gestellt bekommen haben. Von SE Electronics haben wir hier diese SE7 zur Verfügung gestellt bekommen. Du kannst also gleich im Video auch hören, wie diese Mikrofone zumindest an der Akustikgitarre klingen, ein gematchtes Stereopärchen. Und das Tolle ist, dass SE mir sogar erlaubt, diese Mikrofone zu verlosen. Das heißt, es lohnt sich auch sowieso dran zu bleiben, also unabhängig vom Inhalt des Videos lohnt es sich dran zu bleiben, denn im Video erfährst du an passender Stelle, wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst. Das werde ich irgendwann einblenden und wie gesagt, das Gewinnspiel ist aber sekundär. Wichtig ist ja, dass Jan uns erzählt, wie er Akustikgitarren aufnimmt. Und damit ich jetzt nicht zu lange weiterlaber, gehen wir jetzt mal direkt in Medias Res. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und falls du den Recording-Blog jetzt gerade zu deinem neuen Lieblingskanal erkoren hast, dann drück doch schnell auf den Abo-Knopf, denn dann verpasst du auch kein neues Video, wenn es hier rauskommt. Wie gesagt, zwei Teile vom Akustik-Special Philosophie beim Akustikgitarre aufnehmen mit Jan Löchel. Teil 1 heute, Teil 2 nächste Woche. Und Gewinnspiel nicht verpassen. Wir gehen rüber ins Video und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Sehr schön. Da spielt ein geschmackvoller Gitarrist. Jan Löchel heute zu Gast beim Recording Blog und wir reden über die Philosophie beim Akustikgitarre aufnehmen. Also nicht hauptsächlich über den technischen Aspekt, welche Mikros, wohin, wie aufstellen und so weiter und so fort, sondern vor allem über die Philosophie beim Gitarre aufnehmen. Und du bist als singender Songwriter... sag ich mal, Singer-Songwriter, ist ja so abgenudelt. Ne? Ja. Bist du ja jemand, der vor allem sehr geschmackvoll und sehr viel Gramm mit der Gitarre umgeht, der mit vielen Voicings arbeitet, mit, wie wir hier schon sehen können, mit einem Capodaster zum Beispiel, in dem Fall sogar nur ein halbes, wenn ihr mal drauf achtet. Oder mit einer ungestimmten Gitarre, wie die Gibson, die wir hier hinten stehen haben. Was ist denn deine Philosophie, wenn du eine Akustikgitarre aufnimmst? Ich habe nach so diversen Jahren des Schreibens, des Recordens irgendwann gemerkt, dass ich so ein bisschen neue Inspiration brauche. Deswegen eben mal so ein Spezialkapo, deswegen mal ein offenes Tuning und auch durchaus so ein Instrument, was irgendwie zu mir spricht so. Also dieses eine einfach nur Instrument hat 6 Saiten, geht schon irgendwie, ja. Will ich neue oder will ich alle alte Saiten haben. Das war für mich nicht mehr so die alleinige Wahrheit, sondern irgendwie so ein bisschen was dazwischen zu haben, gerade wenn es um Fingerpicking geht. Habe ich das Gefühl, dass es eben kein mechanisches Spielen ist. So, dass es einfach sehr davon abhängt, wie fühle ich mich gerade, wie ist der Raum, wie sind die Mikrofone, wie ist die Länge meiner Fingernägel, wie ist so, wie sitze ich da und wie fühle ich mich. Ja. Und habe gemerkt, dass die Mikrofonierung und der Raum und das Instrument natürlich so die Basis darstellen müssen. Das muss gut sein. Aber die Inspiration in dem Moment,
die muss eben auch da sein. Das heißt, die Technik ist nur ein Teil des Ganzen. Du siehst es sehr ganzheitlich. Genau. Ich glaube, das ist einfach, es gibt Momente, gerade wenn es um akustische Arrangements geht, wenn es jetzt nicht nur um eine Akustikgitarre geht, sondern vielleicht auch eben ein paar mehr Elemente drin sind, bis hin zu Percussion, geht es einfach ja darum, so diese verschiedenen Farben in so einem Song einfach abzubilden. Ja. Und da gibt es Sachen, die sind, die stehen quasi neben der Stimme und brauchen auch genauso viel Fokus, was so ein bisschen den Hokuspokus angeht. Dann gibt es andere Sachen, die sind pragmatischer. Das ist vielleicht eine Plex-Strumming, die gedoppelt wird. Die muss einfach funktionieren. Die soll so ein bisschen marschieren. Die soll so diesen Percussion-Effekt, die soll mir oben schön 10 Kilohertz Schimmer. Schöne Höhen geben. Genau. Und das andere ist eben eher so das etwas fragile Picking, was ich neben die Stimme stellen will. Ja. Und das ist, finde ich, eben nicht immer so maschinell erstellbar, sondern da muss man sich selber manchmal auch so ein bisschen austricksen. Der eine zündet ein Räucherstäbchen an oder der andere. Guckt so ein bisschen mit den Mikrofonen, welche nehme ich, wie neutral nehme ich auf, wie entscheide ich mich vielleicht auch schon vor der Aufnahme. Ja. Ist mir das Stereobild, wenn ich jetzt Stereo aufnehme, ist mir das extrem wichtig oder ist es vielleicht sogar schön, dass ich es breit habe, dass es fast auch so ein bisschen an die Grenze zumindest geht. Böses Phasing. Weil es natürlich, es kann, also je nach, kann es auch was haben. Und so würde ich das eben nicht so dogmatisch sehen, sondern tatsächlich von Song zu Song, von Stimmung zu Stimmung so ein bisschen denken. Das heißt aber, bei dir, die Aufnahme fängt vor der Aufnahme, deutlich vor der Aufnahme an. Einmal mit deiner Stimmung, aber auch mit dem Arrangement. Hast du das Arrangement fertig, wenn du aufnimmst? Das heißt, wenn du sagst, du baust dir dein Klangbild und so weiter, dann hast du vielleicht für außen die Gitarren, die vielleicht ein bisschen höher spielen, damit mehr Schimmer auf den Seiten ist, das Bild ein bisschen breiter wird und in der Hauptgitarre etwas tiefer gespielt. Ist das, was du schon berücksichtigst? Ich versuche immer schon so ein bisschen so das Ganze, ich habe so ein Bild vor Augen. Ja. Sowohl frequenzmäßig als auch von der Dynamik her müssen halt so alle Elemente irgendwas übernehmen. Also jeder hat einen Job so. Ja. Und ich merke halt, wenn es ein Song ist, der wirklich sehr auf einem Fingerpicking, vielleicht so einem kleinen Riff sogar beruht und sehr, wo ich hinterher weiß, Stimme ist sehr nah, dann gucke ich, okay, wie lange halte ich das aus? Halte ich das 3 Minuten aus ohne alles? Oder kommt noch was dazu? Und wie fange ich an mit dem Song? Also dann baue ich mir vielleicht eben, was ich häufig mal mache, dass ich mir irgendwie selber auf der Akustikgitarre einen kleinen Beat klopfe, den ich vielleicht noch ein bisschen schneide, damit er so einigermaßen drauf ist. Loop mir den und hab halt so ein bisschen so einen Human Touch, der mich im Gegensatz zum starren Klick so ein bisschen inspiriert beim Spielen. Ja. Also ich muss vorher schon so ein bisschen wissen, was noch kommt. Und ich muss, weil ich finde, beim Akustikgitarrenspielen ist die Gefahr der Frustration besonders hoch, finde ich. Weil das ist einfach, man erwartet viel von dem Instrument in einem sparsamen Arrangement, aber man muss ihm auch viel geben. Ja, es ist natürlich einfach, einen großen Song irgendwie mit 27.000 Spuren voll zu ballern, als halt mit einer Akustikgitarre. Also alles, was du layerst, macht's versteckt ein paar Fehler, versteckt ein bisschen mehr Timing-Fehler, vor allen Dingen Schwankungen. Macht es aber auch ein bisschen unpersönlich. Ja. Aber fangen wir mal vor an. Wenn du einen Song aufnimmst, wie oft nimmst du den auf? Also machst du dir erstmal einen Guide-Track, dass du überhaupt erstmal weißt und übst ein bisschen rum, wie du es dann strukturierst und nimmst den Song danach nochmal in gut auf? Oder sagst du, nee, ich lasse das während der Aufnahme passieren und ich spiele die erste Gitarre ein und lass mich von der dann inspirieren, wie ich die anderen platziere, mache. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein Beispiel, das ist von meiner aktuellen Platte, der Song heißt Your Silence. Der hat so einen Akustikriff, das geht so ungefähr so, ich spiele es nochmal kurz an. So, das habe ich quasi erstmal wie ein Sample begriffen. Das heißt, ich habe den Song so geschrieben, ich wusste über den Ablauf eigentlich schon, ich hatte wie in einem Looper quasi, du setzt es. Genau, und ich habe das erstmal aufgenommen, habe damit rumgespielt. Mhm. In dem Fall zum Beispiel mit einem sehr günstigen Bändchenmikrofon habe ich das aufgenommen. Ich finde den Sound irgendwie immer noch Roya gut. Roya 121. Nee, das war es nicht. Es sollte so aussehen wie ein Roya, war aber, stand aber ein anderer Name drauf. Okay. Aus dem Süddeutschen. Robert. Das Robert 1.1. Nein, aber es war in der Tat so, dass wenn ich den Denoiser runternehmen würde, würde es auch anders klingen. Okay. Aber es hat so einen bestimmten Sound gemacht. Ja, und das habe ich mir dann quasi erstmal so ein bisschen gebastelt. Habe noch eine Gitarre dagegen gespielt, auf die andere Seite, die einfach nur so... Und das waren so meine beiden Elemente und die liefen sehr durch den Song und ich habe da über dieses Riff sowohl den Refrain gesungen,
als es auch mal instrumental laufen lassen. Und da war es dann eher so ein bisschen konstruiert und habe hinterher eben noch Instrumente sehr live drüber aufgenommen, die dem Ganzen so ein bisschen bisschen weg von diesem loopigen Charakter genommen haben. Den Eindruck vermittelt haben, dass du es am Stück eingespielt hast. Genau. Ja. Also ich wollte es gar nicht kaschieren, aber zum Beispiel die Streicher haben wir dann sehr an einem Stück eingespielt. Und es laufen auch so atmosphärische Loops drunter und auch Live-Percussion. Aber das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant, einfach mal zu sagen, okay, was sind eigentlich meine wichtigsten Zutaten? Und ich bekomme immer so ein bisschen Sicherheit dann dadurch, während ich einen Song arrangiere. Okay, das habe ich schon mal. Okay. So, und schon mal nicht weg. Das fühlte sich da ganz gut an. Aber es war eben auch so, ich habe beim Spielen dieses Riffs nicht drüber nachgedacht. Und das war das ganz gut, deswegen habe ich es ganz flüssig gespielt. Ja. Das ist so ein typisches Riff, wenn ich da länger dran arbeite und denke, jetzt habe ich es und jetzt probiere ich nochmal ein anderes Mikro aus und so. So, und jetzt drücke ich auf Aufnahme. Und dann klappt gar nichts mehr. Dann werde ich das hinterher wahrscheinlich nicht gut finden. Ja. Weil ich habe es mir entweder so schön gehört auf dem Kopfhörer und dachte, Mensch, wie spiele ich das toll? Ja. Nimm den Kopfhörer ab, schalt die Boxen an, denk mir, wer war das? Das war ich nicht. Ja. Das wird mir wahrscheinlich passieren, wenn ich zu lange drauf rumspiele. Ja. Also zu lange in Aufnahmesituationen. Ich glaube, lässt du dann von vorne bis hinten durchlaufen, wenn du da sowas erarbeitest? Das macht ja eigentlich Sinn. In dem Moment baue ich mir wirklich tatsächlich einen Percussion Loop. Ah, okay. Entweder aus Loops oder so ein bisschen selber eingespielten. Und spiel da wirklich auf 8 Takten und schneid hinterher ein bisschen. Okay. Und lässt sich da quasi treiben von dem, was passiert. Das heißt, der Song wächst beim Machen. Eigentlich ja, genau. Also ich glaube, dass der Song schon vorher stand. Ja. Also der Songwriting stand. Ja gut, das ist klar. Das sind die Parts. Aber in der Tat so ein bisschen die Klangästhetik hat sich auch dadurch dann, dass ich so ein bisschen Bit by Bit vorgegangen bin, hat sich dadurch dann eigentlich herausgestellt. So. Okay, ja. Weil es gibt ja die mehr, dass viele sagen, nee, wenn ich den Song aufnehme, habe ich den schon komplett im Kopf. Ne? Und man sagt, ja, aber wie kannst du den denn komplett im Kopf haben? Das ist ja... Also wir müssen ja auch immer drüber nachdenken, was passiert und so weiter. Ich bin auch ein Freund davon, einen Song wachsen zu lassen einfach. Und wenn so ein Loop zum Beispiel da ist, einfach mal auszuprobieren, welche Lage spiele ich da drüber, genau. Wo ergänze ich noch was. Ja. Da kann man sich treiben lassen, um das Ding wachsen zu lassen. Absolut. Ja. Also ich glaube, je länger man das macht und so ein bisschen diese Naivität weicht und man halt so merkt, so okay, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und ich weiß auch, wo so meine eigenen Fallstricke sind. So. Ja. Desto mehr muss man irgendwas finden, glaube ich, um sich bei Laune zu halten. Und halt irgendwie nicht wieder da rein. Das eigene Song nicht. Ich habe schon 100 Mal gemacht, das hat 100 Mal nicht funktioniert oder das hat mich 100 Mal selber nicht gekickt. Dass man so ein bisschen so ein paar Sachen findet, selbst wenn es regnet und man nicht die beste Laune hat, dass man sich so... Dass sich oben hält, genau. Ja, sehr schön. Das heißt also, der Songwriting-Prozess, den Text hast du vorher schon... Ich habe ihn wahrscheinlich auch sogar schon live gespielt. Wahrscheinlich so, ja. Das heißt, die Aufnahme findet dann... Du bist also nicht der Typ, der wie die Beatles ins Studio reingeht und sagt, ich guck mal, was passiert heute. Es fällt mir im Studio schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das besser, wenn ich schon eine Grundidee habe. Ja. Also ich bin... es liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich sehr analytisch im Studio für andere Künstler gearbeitet habe. Da kann ich das besser. Zu meiner eigenen Musik geht... weiß ich gerne schon vorher, welche Emotionen mich beim Schreiben und vielleicht beim ersten Mal auf der Bühne performen, was mir da wichtig ist. Mhm. Und das ist dann eigentlich so die große Herausforderung, das auch im Studio zu treffen. Insofern, ich will nicht sagen, dass ich nicht auch total jamme im Studio, gar nicht. Also, das wird auch passieren, aber so in letzter Zeit habe ich die Sachen, glaube ich, eher woanders entwickelt und bin dann im Studio relativ klar vorgegangen. Okay. Ja. Dann kommt der Sound natürlich dazu. Mhm. Der Sound will aufgenommen werden, will eingefangen werden. Ich habe die Mikrofone jetzt, falls ihr euch gewundert haben solltet, warum das noch ein bisschen komisch klingt. Es ist zwar toll, was reingeht ins Mikro, aber das Mikro steht noch nicht richtig. Wir haben die Mikrofone erstmal nur so dahingestellt. Mhm. Ne? Wenn du startest, einen Sound aufzunehmen, startest du mit einem Mikrofon, mit zweien? Ja, also wenn ich weiß, dass ich hinterher noch Stereo-Informationen sowieso vielleicht von Atmo, von Layern, von Keyboards, von Piano oder so mir dazu hole, dann kann es durchaus sein, dass ich mit einem Mikro, weil ich finde eben dieses Mono-Prinzip insofern gut, weil wir haben ja alle das schon häufig vor einfach dem Phasenproblem gestanden. Ja. Und dieses eine Mikro in einem Raum, den man kennt und der auch keine großen Probleme macht, reicht häufig so. Ich finde es
eine sehr monokompatible Stereo-Mikrofonierung zu nehmen, obwohl ich weiß, dass es hinterher nicht breit sein soll, finde ich auch okay, weil aus einer sauberen XY kann ich in jedem Fall immer ein sauberes Monosignal machen. Ein schönes, breites Bild trotzdem. Genau, und trotzdem irgendwie kann ich sagen, auch jetzt auf einmal möchte ich es doch ein bisschen sparsamer haben. Insofern, ich bin mehr und mehr eigentlich so bei XY tatsächlich. Okay, das heißt also, wenn wir beide Mikrofone nehmen würden, wir würden jetzt hier, wohin richtest du dein X und dein Y? Dann einmal auf den... Ja, ich habe jetzt mal, das würde ich gleich gerne auch mal ausprobieren. Mal gucken, was du davon hältst, ehrlich gesagt. Ich halte von allem alles. Ja, so. Also das ist immer meine Basis. Das wäre jetzt hier ein klassisches... Das wäre meine Basis. Ich würde es ein bisschen höher vielleicht. Gut, machen wir ein bisschen höher. Wir bauen einfach ein bisschen höher. Würde schon so auf Mitte... Wo zeige ich das Mikrofon hin? Naja, also wir brauchen natürlich irgendwie die 90 Grad. Und insofern... Ich gehe mal hier. Ist für mich immer so ein ganz guter Startpoint. Eigentlich hier... Da, wo sie sich treffen, wo sie sich wirklich Kapsel an Kapsel treffen, Übergang, Hals, Bund, also irgendwo zwischen 12. und 14. Bund bei dieser Gitarre. Okay, wir gucken mal hier, das wird dieses Mikrofon. Das ist also quasi so meine Mitte, die ich jetzt hier entstehen lasse. 12, wo zeige ich das hin? Na, ich würde, ist gut. Ich würde tatsächlich, guck mal, ich würde wirklich sehr dicht beieinander, ich würde wirklich ganz klassisch. Gebt die es noch ein bisschen höher. Ganz klassisch machen. Die ist noch ein bisschen höher. Ja. Sich nicht berühren. So, okay. So. Und wenn ich jetzt einfach so denke, ich wieder. Warte, ich mach dir halt. Ja, so. Ja, vielleicht so. Okay, nee, genau, doch mach mal drüber so. Danke. Okay. Reicht. So, für mich wäre jetzt hier gerade so, da wo sie sich treffen, 90 Grad, wäre so irgendwie so die Höhe. Und da bin ich hier eigentlich so im Halsübergang ganz gut. Und würde dann einfach sagen... Setz mal einen Kopfhörer auf. Alles klar, hier ist mein Raum. Okay. Wie ausgewogen sind wir gerade rechts-links-mäßig schon mal? Ich habe beides gleich eingestellt. Das ist schlecht, ne? Guck nochmal eben hier. Sekunde. Nee, warte, ich muss noch hier den hier ein bisschen höher machen. Jetzt. Okay. Also, jetzt sind beide Mikrofone an und beide gleich laut und Mono in der Mitte. Soll ich sie dir links rechts splitten? Du hast die Mono in der Mitte gerade noch? Für die Aufnahme habe ich die Mono in der Mitte. Lass mal doch mal eben hören. Kannst du sie mir gerade? Ich gebe sie dir einmal links rechts. Jetzt sind sie links rechts. Okay, jetzt hast du aber den einen Kanal. Zieh mal den lauteren Kanal ein bisschen runter, dass sie ein bisschen gleichmäßiger sind. Jetzt müssten sie gleich sein. Ja. Ja, okay. Schön. Genau, ich finde ja, dass man sich einfach, man kann sich eine Menge EQ sparen, wenn man eigentlich, wenn man seinen Kopfhörer ganz gut kennt, so ein bisschen um die Mikrofone herum bewegt. Also sprich, habe ich eigentlich gerade irgendwie, bin ich zu boomy im Bass? Finde ich jetzt gerade ganz cool eigentlich, alles gut so. Hätte ich jetzt keine Probleme. Aber was passiert denn, wenn ich ein bisschen mehr so? Mit meinem Klangkörper. Bewege mich einfach so ein bisschen so und merke so, wo klingt's gut? Keinen problematischen Raum habe, keine problematische Gitarre, werde ich immer irgendwo da landen, in dem Abstand beim Übergang zum Hals. Der Abstand ist jetzt, ich guck mal gerade, das sind so wahrscheinlich 15 cm ungefähr, so eine Handlänge ungefähr. Fühlt sich jetzt für mich erstmal gut an. Okay. Und ich, für mich jetzt gerade ein sehr neutraler, sehr hochauflösender Sound so. Ja, wie gefallen dir die Mikros? Ich finde sie gut. Ich finde sie gut. Die SE7. Ich habe ja am Anfang des Videos schon darauf hingewiesen, dass uns SE Electronics die zur Verfügung gestellt hat. Und, das darf ich verraten, wir dürfen sie im Ende des Videos auch verlosen. Da verrate ich aber gleich noch ein bisschen mehr zu. Aber im Moment reden wir hier über ein Mikrofon. Man kann ja alles ausgeben für Kleinmembraner. Ne? Von, was weiß ich, 200 Euro wie für dieses Paar bis zu die KM184 von Neumann. Ja. Bist du beim Paar bei 1200 Euro, so die Ecke. Sicher. Ne? Also, ja. Aber am Ende des Tages sind es zwei Mikrofone
Und wenn die sauber ausgerichtet sind, können die... Also ich glaube, wir sind halt jetzt, die letzten Jahre waren ja so, dass man sich über dieses ganz Harsche nicht mehr so viel Gedanken machen musste, weil wir sehr viele Plugins haben, die da sehr gut eingreifen, finde ich, und einfach auch durch die besseren Wandler, selbst im Low-Budget-Bereich, wir einfach nicht mehr dieses Problem haben, wo du denkst, oh, ich darf da jetzt gar nicht richtig reinhängen, weil das einfach, ich habe so ein komisches 7-8 Kilohertz. Das gibt's ja gar nicht mehr so wirklich. Ja. Und, ich finde, wenn man Kleinmembranen mag bei einer Akustikaufnahme, weil sie einfach am universellsten sind und eben die Boominess, die so eine vielleicht auch so eine dicke Jumbo irgendwie mitbringt, einfach schon mal so ein bisschen mehr ausklammern als ein Großmembran, dann ist das, find ich diesen neutralen Sound und eben sehr hochauflösenden und wenn ich, also sehr wenig Nebengeräusche, ich finde es gut. Also ich bin halt schon auch ein Bändchen-Fan, wenn ich ehrlich bin. Okay, also die zu scharfen Höhen sind nicht dein... Genau, aber es ist halt einfach, man legt sich auch natürlich fest auf einen deutlich dumpferen Sound. Die Preamps müssen passen so, also die Impedanz muss passen und insgesamt holt man sich natürlich ein bisschen Rauschen rein, weil das Ding musst du halt schon aufreißen. Aber du erzählst gerade schon von einer ganzen Menge Nebensachen, die man bedenken muss, wenn man mit dem Bändchen aufnimmt. Du sagst, die Impedanz, die kann man bei den meisten Preamps gar nicht einstellen. Mhm. Ja. Das ist also bei normalen Preamps zum Beispiel, was weiß ich, wie bei dem, ich greife mal hier rein, wir nehmen einfach mal diesen hier von RME. Da kann ich jetzt keine Impedanz einstellen. Nee, das ist ein ganz normaler Mikrofon-Preamp. Der wird optimiert sein, denke ich mal, für... Sprache vielleicht. Für ein Großmembran, also für einen Kondenser. Ja. Das denke ich auch. Klar, also wenn du jetzt einen Neve Channel hast oder einen neuen oder einen Great River oder so. Ich habe da vorne den Focusrite ESA 2, der hat zwei ESA 1 drin. Und da kann ich tatsächlich die Impedanz auswählen. Kannst du, ne? Oder bei dem Universal Audio 6176 kann ich auch die Impedanz auswählen. So, da habe ich zwar nur zwei Einstellungen, aber die sind schon sehr versatil. Das ist eigentlich genau. Also gerade wenn du mit einem dynamischen Mikro aufnimmst, hört man das. Welche Impedanz wählst du denn, wenn du mit den Mikrofonen aufnimmst? Du weißt es ja, das heißt, du würdest beim Bändchen eine hohe oder eine niedrige Impedanz nehmen? Eine niedrige Impedanz, ist das richtig? Ich würde es mir anhören, im Zweifel. Genau, bringt mir eine niedrige Impedanz mehr Pegel? Ich muss jetzt gerade ganz doof fragen, bei mir... Pass auf, andersrum, du hörst es dir beides an, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ne? Ja. Also es ist generell so, es ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Gesang mit dem SM7B aufnehmen. Ein dynamisches Mikrofon, eigentlich für Sprache. Würde ich eben auch die gleiche Impedanz nehmen wie bei einem Bändchen. Okay. Ich habe das Gefühl, dass der Bassbereich strammer wird, dass es weit weniger boomy wird so und definierter, gerade so in dieser 150 Hertz Abteilung, die ja nun eben auch bei einer Akustikgitarre und Stimme, finde ich, echt wichtig ist. Ja. So. Von daher... muss ich das Equipment dafür haben und ich muss mich eben festlegen. Ich muss eben auch wirklich sagen, ich möchte diesen Sound haben. Genau, also da. Und wo wir ja gerade eben so auch bei diesem Startpunkt waren, zu sagen, okay, was wird eigentlich mit dieser Musik passieren? Ja. Das heißt, bin ich vielleicht jetzt gerade, habe einen Song geschrieben, wie es ja heute auch viel passiert, und habe irgendwie ein cooles Riff. Das Riff läuft auf 120 Beats und nebenan sitzt mein Kumpel, der schraubt gerade echt coole House-Tracks so und sagt so, warte mal, diese folkige Nummer, die du da gerade gepickt hast, so. Und ich sag, ja, ey, gib mal rüber, die Files. Dann ist es für mich einfach wichtig zu sagen, alles klar, ich habe einen Klick, ich kann ihm gutes Signal liefern, dass er dann weiterverarbeiten kann. Und diese Art des gemeinsamen Musizierens und Kooperierens ist ja, finde ich, sehr zeitgemäß. Das ist natürlich das Coolste, was es überhaupt gibt. Ne? Wenn, absolut. Wenn man so nebeneinander arbeitet und der andere sagt, ey, das war echt cool. Ja. Du hast vielleicht gerade schon damit abgeschlossen, weiß nicht, was ich damit machen soll. Und der sagt, geh mal her, ich mach mal kurz einen Welthit davon. Ja, absolut. Also so Teams, wo man die feste Abmachung hat, pass auf, egal wie blöd du das gerade findest, was du gemacht hast, nicht wegschmeißen, mir erst vorspielen. Ja, sehr schön. So, und so entstehen da wahrscheinlich wirklich solche. Und die Tatsache, dass man da heute einfach sich hinsetzen kann, sagen kann, okay, ich kann wirklich auf höchstem Niveau in meinem Bedroom-Laptop-Studio mit diesem Equipment Sachen aufnehmen, das spricht einfach für eine neutrale Aufnahmeform. Ja. Im Gegensatz zu der, zu sagen, ich mache bei der Aufnahme schon die Bandsättigung von Emodation XY voll drauf. Ich nehme Kompressor drauf. Mic. Genau. Wo ich halt sage, das ist jetzt für meine Anwendung gerade perfekt. Ja. Aber wenn ich so denke, okay, vielleicht
macht jemand einen Clubtrack draus, der braucht von mir andere Informationen. Da wäre ich dann eher, würde ich neutraler bleiben. Das heißt, es ist dieses Setup da. Ja, das heißt aber, wenn du aufnimmst, dass du dann neutral aufnimmst. Wir haben ja mit der Apollo jetzt zum Beispiel, du hast auch eine Apollo von Universal Audio, die Möglichkeit, uns beim Einspielen schon Plugins reinzuladen, die aber nicht mit aufgenommen werden. Das heißt, du machst dir im Zweifel den Sound auf dem Ohr lecker, nimmst aber neutral auf, oder wie machst du es? So oder so. Ich mache ihn immer lecker, auf jeden Fall. Ja, lecker ist schon mal gut inspiriert, ja. Fall, ja. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, immer so ein bisschen Dampf drauf. Das ist, hat sich so eingebürgert. Nee, das auf jeden Fall zum Hören sowieso. Ich finde ja, die andere Seite der vielen Optionen des Musikmachens, die uns halt die Technik heute offeriert, vielleicht manchmal zu viele Optionen. Ich könnte auch noch das, ich könnte auch noch das. Das habe ich auch. Ja, ja. Es gibt manchmal bei mir so eine Trotzreaktion, dass ich sage, nö, ich finde das jetzt gut, ich nehme das jetzt mit auf. Ja. Und es sind dann durchaus ganz schön heftig komprimiert. Da ist dann durchaus irgendeine EQ-Kurve, wo ich denke, oh Gott, wo kommt die denn her? Und du kommst nicht raus aus der Nummer. Ich komme aus der Nummer nicht raus, hat aber für mich auch so ein bisschen dieses Gefühl von, cool, das hat mich berührt in dem Moment. Ich war voll inspiriert. Ich habe gedacht, yeah, weitermachen. Kann so falsch nicht sein. Und jetzt muss ich damit leben. Ja, am Ende des Tages auf jeden Fall schon mal 3-4 Entscheidungen weniger, die du treffen musst beim späteren Mix dann entsprechend. Ne? Absolut. Und ich meine, das ist ein bisschen wie beim E-Gitarre aufnehmen. Wir haben heute die fantastischen Möglichkeiten, mit externen Plugins hinterher zu sagen, ich brauche ein gutes Amp-Signal und guck mal hinterher, was ich so tretminenmäßig noch mache. Ja. Oder es gibt einfach die Gitarristen, die man im Studio hat, die einfach mit ihrem Pedalboard kommen, wo man erst denkt, oh, das ist nur mal viel Platz weg jetzt, das könnte man auch einfacher haben. So, und dann macht er das aber an und gibt dir auch nur ein Monosignal und kein Stereo. Warum denn nicht Stereo? Natürlich nicht. Und du machst es an oder beziehungsweise nimmst es auf und drückst auf Playback und denkst so, das ist gut. Mhm. So lassen. Weil da ist jetzt gerade das Know-how von diesem Typen, von diesem geilen Gitarristen der letzten Jahre, das durfte ich jetzt gerade aufnehmen. Und das durfte ich gerade durch sein Pedalboard mit aufnehmen. Und das ist, finde ich, ganz wichtig. Insofern auch da Entscheidungen treffen und zu sagen, so, das war gut. Aber trotzdem schlagen in deiner Brust dann, verstehe ich richtig, zwei Herzen. Zum einen die der Option und zum anderen die des Commitments zu sagen, okay, das, was ich jetzt aufnehme, wird auch genauso im Song landen. Genau. Es gibt ja, wer war das? Bruce Swedien, genau, der Mischer von Michael Jackson, der mit Quincy Jones zusammengearbeitet hat und gefragt wurde, wie ist denn das? Bearbeiten Sie das noch großartig nach, diese ganzen Sounds? Und er hat gesagt, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Quincy Jones bei der Aufnahme was anderes hören sollte, als das, was ich später abmische. Nein, das, was ich aufnehme, ist das, was später auch im Song genauso landet. Ich drehe da gar nichts dran. Deswegen nehme ich so gut wie möglich auf und brauche später nicht drüber nachdenken. Ja, ja. Wer bist du? Naja, es hängt einfach sehr davon ab, welche Rolle man bekleidet. Wenn ich Dienstleister bin und sage, okay, ich werde dafür gefragt, dass ich Musik, die dann weiterverarbeitet wird, also vielleicht nur Fragmente aus dem Song oder ein ganzer Song, in einen neuen Kontext gesetzt wird, für einen Film oder für eine Werbung oder für einen Artist, der sagt, pass auf, ich möchte eigentlich von dir nur die und die Spuren haben und dann gib mal her und ich mach weiter. Dann muss ich meinen persönlichen Geschmack vielleicht manchmal etwas mehr hinten anstellen, als wenn ich sage, okay, das Ganze wird auch hier fertig gemacht. Ja. Und dann trage ich die volle Verantwortung auch dafür, dass ich vermeintlich mich für ein bisschen viel Kompression bei der Aufnahme schon entschieden habe und sage, in dem Moment wollte ich das so. Musik ist für mich eine Momentaufnahme. Es hat sehr viel mit der Emotion in dem Moment zu tun, in der Entstehung. Und dann gehe ich dafür. Das kann ich jemandem, der hinterher sagt, pass auf, ich kaufe dir die Spuren ab, oder dem kann ich das schwer erklären, dass es hier nur um meinen Geschmack geht, weil der mir natürlich sagt, hör mal, Freund, das ist alles schön gut, aber am Ende des Tages muss ich hier für ein Ergebnis gerade stehen. Ja. Also ich glaube, da muss man immer so ein bisschen schauen. Es kann nie schaden, einen Sound zu entwickeln. Und ich glaube, alle großen Sound Produzenten... Ja, das weiß ich nicht. Also ich orientiere mich natürlich auch und ich höre viel und ich mache halt viel so. Also ich glaube, gerade Akustikgitarren aufnehmen, ich weiß nicht, wie viele Jahre an Festplattenzeit ich weggeschmissen habe. Weggeschmissen? Ja, okay. Ich glaube einfach, weil ich sie gemacht habe und gemerkt habe, so das so. Ich dachte, Schublade vielleicht. Ja, gut. Aber es ist in der Tat so, dass ich glaube, durch dieses ständige Wiederholen, das Trainieren, irgendwie was entsteht. Und das Schöne an Musik, was ich eben finde, ist, du kannst den ganzen Tag mit den größten Zweifeln dann sitzen und denken, alles klar, in 10 Minuten mache ich aus und fahre nach Hause, muss eh noch einkaufen. Das hat heute alles nichts gebracht. Und auf einmal macht es irgendwie Klick, dir fällt eine Zeile ein, eine Melodie, ein Beat oder eine Gitarre
Und nicht nur der Tag ändert sich, sondern es entsteht was. So. Ja. Und als ungeduldiger Mensch ist es manchmal echt schwer, darauf zu vertrauen. Aber wenn man das hinkriegt, da zu vertrauen, dann ist das das Schöne am ja. Musizieren und sehr schön. Musik produzieren. Das ist dein Startpunkt, XY. Ja. Hm, immer? Fall, ja. Oder je nach Tageslaune oder je nach Moment, Anforderung? Im Moment immer. Mhm. Es gab auch schon andere Zeiten. Also Abi wäre, wenn wir ein Mikro auf den Body hinten richten würden, genau. Zum Beispiel, und ein Mikrofon hier auf den 12. Bund. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Ne? Es gibt ja dann so ein bisschen so, wollen wir das mal ausprobieren? Wir können das mal ausprobieren, ja. Also wenn wir jetzt einfach nochmal so, so... Ja, da war doch schon eine ganze Menge dabei und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist beim zweiten Teil. Klick einfach hier, dann verpasst du auf jeden Fall kein Video. Hier unten kannst du auf den Abo-Knopf drücken und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video- und Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!